warum schneit's denn jetzt auf einmal? Ich habe einen Schneeball in der Hand und muss den jetzt hier erst mal rollen. Jo, was geht denn hier ab? Ist der Winter nicht schon vorbei? Ich meine, wir haben bald Ostern. Was ist denn hier los? Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl, aber naja, ich nehme jetzt erstmal den Schneemann. Warum muss ich eigentlich einen Schneemann bauen? Ja, ich weiß auch. Ist das Batman? Komm her! Ich könnte schwören, da war gerade was. Ich könnte schwören, da war gerade Batman! Alter, Leute, was geht denn hier? Ich sehe Dinge in letzter Zeit. Grimm ist erst Batman und naja, ich muss jetzt den nächsten Schneeball machen. Jetzt roll ich hier halt den Schneeball ein bisschen zu Ende. Und ja, ich verstehe immer noch nicht, warum ich einen machen muss, so einen blöden Kopf. Ich meine, was soll das denn? Okay, aber hier ist sonst soweit erstmal gar... Batman, was machst du hier? Ich wollte nur einen Schneeball! Oh Gott, Alter. Es war nur ein Traum. Yo, Mann, was hast denn du da für eine blöde Mütze auf? Was ist das denn jetzt hier, Leute? Wo habt ihr denn die Basecap her? Hat euer Vater euch die gegeben, oder was? Oh, warte mal, ich krieg einen Anruf. Moment, du. Ja, moin, Denno hier. Moin, Denno, ich bin's, Elias Vater. Du musst unbedingt zu mir kommen, wirklich, unbedingt. Irgendwas stimmt hier nicht. Was? Ich soll zu dir kommen, Brudi, ich bin doch schon in deinem Apartment. Du verstehst das nicht. Ich kann gerade den Eiffelturm sehen. Ich bin in Paris. Was? Was machst du denn in Paris? Ich bin hier plötzlich aufgewacht und ich weiß nicht wieso. Ey, Mann, ich könnte schwören, ich bin eben auch bei mir zu Bett gegangen. Und auf einmal, ich bin jetzt in einem Apartment, Bruder. Was los? Ich bin irgendwie in einem Glaslabyrinth gefangen. Ich komme hier irgendwie nicht raus, aber ich kann den Eiffelturm sehen. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis du herfliegst. Ne? Ja, das kann ich mir also natürlich vorstellen. Brudi, pass auf. Ich bin ja jetzt schon mal hier. Ich habe das alles mit den Kindern im Griff. Ich, keine Ahnung, vielleicht sind wir beide krank geworden krank? Oder so. Ja. Oh nein. Nee, mach dir keinen Kopf. Wenn du wieder da bist, dann, ne? Was mit den Kindern? Wir machen das hier alles danach. Ja, ja, ich passe auf die Kids so lange auf, wie du hier wieder nach Hause fliegst. Okay, gut. Okay, jo, bis dann, Brudi. Ciao, ciao. Leute, also ganz komisch. Anscheinend ist der Vater von Elias hier irgendwo aufgewacht in Paris. Und ich bin hier. Und ich frag mich, wo er diese Cappy her... Hä? Wo hast du das Spielzeug her? Was ist das hier für ein Spielzeug? Elias, wo hast du das Spielzeug her? Ich sag dir eins, Kollege. Das Spielzeug kommt mir hier nicht in die Bude. Die Tür ist offen, Leute. Das kommt mir hier nicht in die Bude. So, ich mach zu jetzt. Emily, du gehst heute ins Bett. Haben wir uns verstanden? Ich muss mit deinem Bruder hier noch mal ein bisschen Spielzeugrecycling üben, weißt du? Okay, du legst jetzt hin. Heute bitte keinen Lärm. Bitte, bitte. Dein Papa, den geht's gerade nicht so gut. Und ich kann das wirklich gar nicht gebrauchen. Ich leg dich jetzt hier rein. Und dann... Gott. Oh Gott, du bleibst in deinem Zimmer. Hast du mich verstanden? Was ist da unten los? Elias. Elias. Das Spielzeug ist weg. Elias auch. Die Tür ist offen. Nein, was ist passiert? Ben hat Elias mitgenommen. Oh. Hat der Fernseher da gerade geknistert? Yo, hallo? Was läuft denn hier? Elias gehört mir. Ah. Yo, wem gehört Elias? Alter Mann, ich... Da, wie bin ich denn jetzt gerade eingeschlafen? Yo, was ist hier los? Leute, ich muss mir das angucken. Irgendwas passiert hier gerade. Es geht hier was ganz Komisches vor sich. Wir gehen mit dem Fahrstuhl runter. Ich muss Elias finden. Es nützt nichts. Ich muss wissen, wo der ist. Elias! Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich finden, mein Freund. Ich finde dich. Mann, ich weiß immer noch nicht, warum es hier schneit. Alter, wir haben schon März. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nenn mir mal einmal einen Monat irgendwie, wo es hier ist. Jetzt muss ich schon wieder den Schneemann machen, oder was? Ich... Oder... Ich mach jetzt nochmal den Schneemann. So, Karotte ist auch schon drin. Jetzt basteln wir ihm auf jeden Fall nochmal irgendwie so einen kleinen... Also, ja, Leute, ich... Ich kann das. Wollte das doch da gar nicht reinmachen. Ich wollte das da nicht reinmachen. Wie sieht denn das jetzt aus? Oh, Leute, das ist gar nicht gut. Denn ich pack mal hier so einen Schal rum. Dann, weißt du, ja, muss ich jetzt durch, ne? Also. Was soll ich sagen? Es war ein Versehen. Es ist aus Versehen passiert. So. Wir nehmen noch ein bisschen Kohle hier, da oben, hier für die Augen und so weiter. Und das eine Auge hängt hier so auf 7:30. Perfekter Schneemann. Und dann, ja, machen wir jetzt mal ein Foto, ne? Hey! Hey! Bist du Elias?
Elias, komm dir aus dem Schneemann raus, das ist gar nicht witzig. Hat dich Batman gar nicht entführt, oder was? Ah, lass mich in Ruhe. Oh Gott, Leute, ich habe eine Schneeballschlacht mit Elias. Aua! So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir, Kollege. Ich mach dich kalt, ne? Yo. Yo. Alter. Erledigt. So, Elias, mein Lieber, ne? Hier mit deiner Cappy bist du hier. Bruh. Das ist ja wieder ganz klasse. Elias ist wegteleportiert worden. War das gerade der Einfluss von dem dämonischen Batman oder was? Okay, ich nehme mal die Kamera und... Habt ihr das gesehen? War da gerade Batman drin? Ich bin mir sicher, da war gerade Batman drauf. Was ist hier los? Batman, wo ist das Baby, Mann? Das ist mein Baby. Also in dem Fall das Baby vom Papa vom Baby. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber wo ist mein... Elias? Bleib da sitzen. Bleib da... Alter... Ich fühle mich gerade, als wäre das hier so ein Fiebertraum, ne? Hallo? Elias? Oh! Oh Gott! Ja, dann ich mach die Tür zu. Das scheint gerade Batman gewesen zu sein. Ja. Ich muss, glaube ich, den Film einmal ganz kurz entwickeln, ne? Der Raum ist nicht dunkel genug. Okay. Ich mach hier alles klar. Gib mir den verdammten Film jetzt. Ey, was geht denn hier ab, bitte? Ist das Batman da drauf? Ist das Batman da drauf? Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Ich muss eine leere Flasche holen. Und Milch in der Küche finden. Hab ich. Hallo? Baby? Baby, wo bist du denn? Das Baby ist nicht da, Leute. Ich krieg die Tür nicht auf. Ich trete die verdammte Tür ein! Wow! Hallo? Hey! Die Tür ist offen. Was geht hier oben ab? Hey, was ist hier los? Elias? Elias, was machst du? Batman, lass Elias in Ruhe! Oh Gott! Oh Gott, bitte nicht! Bitte nicht, bitte nicht! Batman, das ist nicht in Ordnung! Das kannst du nicht machen! Alter, ich glaube, es hackt bei dir! Das war's, ja? Ich gehe jetzt einfach! Ich gehe jetzt! Leute, ich glaube, es ist alles easy, oder? So, mein Lieber, wir setzen uns jetzt erstmal an den Tisch und müssen jetzt mal beide über die Situation reden und wir machen... Ah! Oh Gott! Batman, was macht der hier drinne? Ich fühle mich gar... Oh, Alter, hatte ich schon wieder einen Albtraum? Ich hatte einen Traum in einem Traum? Bin ich jetzt wirklich wach oder was? Hallo. Da bist du. Sag mal, ich habe ganz schlimme Sachen von dir geträumt. Ist alles gut bei dir, mein Kleiner? Ich habe geträumt, dass dein Vater mich angerufen hat und irgendwo ganz komisch war, aber... Rudi, also, wo ist deine Schwester jetzt im Bettchen? Ja, Emily ist hier. Dann lege ich dich mal dazu, ne? Ihr beide geht jetzt schlafen. Und dann ist hier mal Feierabend. Ich habe da auch keine Lust mehr drauf. Mir ging das hier eindeutig zu weit. Jetzt rein. Wie bitte? Hast du da was gerade gesagt, kleiner Mann? Das will ich auch hoffen. Hier ist nämlich jetzt Ruhe im Karton. Ben, ich... Also, weißt du... die Tür ist offen und am Ende des Tages, hey, ich hab ja gar keinen Ärger mit dir. Ich gehe jetzt hier einfach so um. Geh da ruhig rein, Ben. Ich hab da gar keinen Stress mit. Nicht mein Baby, nicht mein Problem. Ja, also keine Ahnung, was der da jetzt oben macht, aber Digga, das war's für mich. Das war's für mich, ich bin raus. Ich mach Feierabend jetzt. Mir ist das hier zu blöd mit irgendwelchen Gruselkreaturen. Oh Gott! Was geht denn da ab? Alter! Ich mach einen Abgang. Ich sag dir, ich bin raus. Ich mach einen Abgang. Eine Stunde später. Ah, ich hab noch mein Portemonnaie vergessen. Was läuft denn hier, Mann? Hallo? Oh Gott, was geht denn hier ab? Ah! Elias, was hat Batman mit dir gemacht? Leute! Ich, mein Portemonnaie. Ah, wow. Yo, okay, da ist es doch. Ich nehme den Notfallschnuller, wie ich es gelernt habe, und muss das Baby irgendwie beruhigen. Das war's.
Hä? Verdammte Tür, da trete ich ein! Weg mit dir! Das war's. Das war das letzte Mal, dass ich den Job gemacht habe. Ich bin raus. Hey! Hey, warte mal ganz kurz. Ich bin ja ein Baby. Was ist das denn hier? Papa! Papa, wo bist du? Papa? Hey! Nein, jetzt ist Mama schon wieder weggegangen und hat das Baby hier gelassen! Papa, was ist denn da? So haben wir aber... Alter, du hast doch ein Bein. Ich hab dir das Bein weggesäppt. Papa, warum machst du das? Ich sag das alles, Mama. Ich sag dir ganz ehrlich, hör mir zu, Baby. Niemand liebt dich. Niemand. Du hast blaue Augen und ich bin braun. Das funktioniert nicht. Nimm das! Du bist der schlechteste Vater der Welt. Ja, ist egal. Damit kann ich leben. Hey, hallo, wo geht der überall hin? Folg hey! Mir, Baby. Ich will dir was zeigen. Du musst mich da hochtragen. Für unartige Kinder. Was? Aber da muss ich ja nicht rein, oder? Du bist schon ziemlich unartig. Ich versohle dir den Popo. Hey, ich hab gar nichts gemacht. Ich wurde hier gerade getasert zweimal im... Das ja, ich geh ja schon. Ich geh ja schon. Ich habe keine Niete als Sohn. Ich kann laufen. Ich kann laufen. Papa. Papa. Du bleibst mal lieber. Schnell weg hier. Wow. Da ist eine Katze. Digga, wie gut. Willst du aus dem Fenster rausspringen oder was? Wie ist die Katze? Okay. Gib mir. Also, es war deine Entscheidung, falls Mama fragt. Arigato! Nice. Jetzt kriegt ich das Kindergeld. Ich bin draußen. Das sind Autos, Papa. Oh Gott. Die Autos wollen mich umfahren. Die Autos sind deine Freunde. Spiel mit denen. Willst du mal zugucken? Tatsächlich, ich komme, aber ich kann leider nicht durch den durchs Fenster durch, weil mein Popo ein bisschen dick ist. Ich komm rund. Ich komme zu dir. Ich bin gestolpert. Komm schon, Papa. Ich will dir die Autos zeigen. Guck mal. Oh, hey, Kitty. Ist die Katze gerade übers Auto gesprungen? Ich glaube, Katzen können nicht überfahren werden in Spielen. Oh Gott. Baby. Junge! Wie? Warte dich! Bitte! Habe ich dir irgendwas zu essen gegeben? Ja. Ich fühle mich ganz gut jetzt eigentlich. Wir sehen uns! Ich. Weißt du was? Im Lüftungsschacht liegt ein kleiner Raketenwerfer für dich. Willst du den mal holen? Ist das was für Babys? Was ist das für Babys? Das ist auf jeden Fall was für Väter, die keine Babys mehr haben wollen. Okay, ich hol mir den Raketenwerfer. Kleinen Moment. Immer stolperig. Das sind meine Spielsachen. Tut mir leid. Du bist ein Dreckskind. Du bist so... Ja, nimm. Ich hab's mir anders überlegt, Baby. Papa? Wir können Freunde sein. Komm mal ganz kurz her. Ich komme, okay? Du verdammter Drecksack! Pass auf, was du sagst! Sonst warte ich den Mund mit Seiten. Komm zu mir! Wo ist mein Taser? Ich will mein Taser. Der Raketenwerfer! Oh Gott, der funktioniert nicht. Ich muss ganz schnell irgendwas erledigen. Er funktioniert nicht. Dann gib mal her, Baby. Gib mal her. Oh nein. Bist du ein guter Junge oder ein schlechtes Kind? Ich bin ein guter Junge. Ich schwör's. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht schließen. So okay. Ein Kackding. Hey, hör mir zu. Alter, ich bin echt gerade ein bisschen beeindruckt. Hä? Oh mein Gott, Vater! Mein Vater ist Michael Jordan!
Aber... Weißt du was, Papa? Ist mir egal. Ich will das Ding nicht. Ich werde dich jetzt... anzünden. Glaube ich. Oh, warte. Wenn du mich anzünden willst, dann im Keller. Dann da, im Keller? Okay, ja. Okay, ich komme mit dir in den Keller. Ha? Ah, oh, über die Treppe. Hey, bist du zu doof zum Laufen oder was? Papa, lauf mal eine Runde. Zeig mir mal, wie das geht. Na komm schon. Du läufst. Du bist das Baby. Speed up. Geht das überhaupt? Oh. Geht drauf. Hey. Ich will auch laufen. Du hast zugenommen. Ich will nicht mehr von dem Biggest Loser sehen. Nein! Können wir kurz darüber reden, dass wir Babys bitte nicht aufs Laufband packen? Ich bin tot! Ich bin tot! Es tut mir fast schon leid, aber es tut mir nicht leid. Willst du wieder in den Keller kommen? Ich komm jetzt mal runter. Papa, ich komme in den Keller, mach dir keine Sorgen. Komm, ich mache auch das Todesding aus, keine Sorge, hier. Bumm, es ist aus. Ihr müsst überrascht sein, was ich in der Hand habe, ne? Nicht nur du. Wo bist du? Nicht nur du. Wie, nicht nur, was hast du, Baby? Papa, hörst du das vielleicht? Vielleicht hörst du das ja. Ich spiele dir jetzt... Du hast eine Trompete in der Hand. Ich spiele dir jetzt ein Todeslied. Mein Papa stirbt heute hier. Weißt du was? Sei ein Kannibale. Hä? Wie hast du das denn jetzt gemacht? Du bist krank, du hast dich selbst gegessen. Okay. Okay, ich möchte hier mal ganz kurz was ausprobieren, okay? Das Wasserventil? So. Ja, das Wasserventil. Das können wir gerne anmachen. Aber erstmal möchte ich dir was übers Leben beibringen. Und zwar hier, siehst du auf diesem Plakat, das war dein Vater in deinem Alter. Dein... Mich so gestretched. Warte, irgendwie ging das. Stretchen. Und das ist der, weiß ich nicht, der Hund. Hey, Mann, das ist alles. Oh. Okay, das Ding hat keine Energie mehr. Das könnte das Problem sein. Aber davor hat es volle Energie und es hat trotzdem nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, ich verstehe. Sind das Dartpfeile? Oh mein Gott. Oh, warte, Baby, warte. Hey, hast du versucht, auf mich drauf zu werfen? Nein. Das war das, wirklich, also... Das ist nichts mehr für dich. Aua, lass mich runter, lass mich runter. Ich möchte dir deinen neuen Freund zeigen, okay? Weil ich wollte nicht mehr mit dir spielen. Weg. Und hier. Das ist deine Mama. Okay, das wäre ziemlich krank. Das ist also meine Mom. Mein Dad. Nein. Das ist doch nicht so. Du Gauner. Ja, ich helfe dir da mal ganz kurz bei. Dein blöden PC, den brauchst du nämlich nicht mehr. YouTube machst du heute nicht mehr. Stopp, Baby. Dieser PC ist mehr wert als du. Wirklich? Ja. Oh, das Mainboard hier auch? Ist das mehr wert als ich? Ich esse es. Ich meine es ernst. Weißt du was? Das traust du doch dich gar nicht. Ich hasse dich. Komm mit, Doggo. Wir ärgern Papa eine Runde, du Blödmann. Was? Hat er gerade gefurzt? Ja. Oh, ich bin aufs Trampolin und jetzt auf dem Dach. Krass. Was? Das war echt ein krasser Flug. Wie, du bist auf dem Dach? Ich bin auf dem Dach. Das Auto hat mich aufs Trampolin geworfen und das Trampolin aufs Dach. Ach, da oben bist du, ja. Siehst du mich? Hier oben kriegst du Mama mich nicht. Ein paar Sekunden später. Okay. Das sieht so falsch aus. Das ist nicht cool. Okay, pass auf. Ich geh da rein. Ja. Ich will da, wenn dann, also ich schon hoffe, ganz... dass ich ein doofes Kind habe, aber da hinten ist der Eingang zur Rutsche. Oh, das habe ich... vorne rein. Das wusste ich. Papa, ich komm dann jetzt... Wo bist du? Verdammt, diese blöde Rutsche. Hey, da brennt ein Auto. Da brennt ein Auto. Krass. Was?
Passiert das öfter? Okay, das hat wehgetan. Ich nehme Kitty mit und... Was macht Kitty eigentlich hier, hä? Kitty? Alter, kann ich eigentlich auch auf Kitty reiten? Du reitest doch nicht auf der kleinen, zierlichen Katze, du Gauner. Wieso? Ich bin auch klein und zierlich. Oder hast du mich gerade fett genannt? Also... Du bist schon ein kleiner Fettsack. Okay. Wow! Papa, ich mähe den Rasen! Verdammt! Ich habe auch gerade einen Rasenmäher. Wo bist du? Ich bin auf der anderen Seite, glaube ich. Ich fahre auf die Straße. Nein, nein, Baby. Die Straße ist gefährlich. Ich komme, ich... Oh Gott, ich bin durch die Büsche gefahren, Papa. Tut mir leid. Oh nein. Geh auf, geh weg vom Rasenmäher. Ich krieg dich gar nicht. Du hast den Hund gerade überfahren. Ich krieg dich nicht. Was, Baby? Willst du mal mit mir mitkommen? Ich will dir das zeigen. Ja. Papa, kannst du mich... Papa, nimm mich bitte in die Hand. Bitte. Okay, weil du bist echt langsam, ne? Ja. Du bist... Alter, wie halte ich dich denn? Willst du mir das Genick brechen oder was? Ich glaube, dein Genick ist schon gebrochen, so wie ich dich halte. Mein Hals. So werden ohne Ab... Ich hab nichts getan, ich schwöre, ich hab nichts getan, wirklich. Du doofes Baby! Du lügst! Ich hab dir hier ein, guck mal, weißt du, wie mein Vater mir Schwimmen beigebracht hat? Nein. Gar nicht, weil er ist Milchhund. Ich werd's anders machen! Ich komm nicht rein. Warte mal, ich helf dir dabei! Du gehst hier rauf, nimmst den... Und fährst aber schön drüber, du blöder Papa! Ich mach dich alle! Ich hab die Schnauze voll! Oh, oh Gott! Oh Gott! Ich... Sie sagten, mach Kinder! Es wird im Leben bereichern, nein! Der Rasenmäher! Du machst den kaputt, Papa! Was bist du denn für einer? Ich hasse mein Leben! Wieso habe ich ein Kind gemacht? Wieso so ein schreckliches? Ich hätte auch ein anderes Kind. Oh, komm hierher! Ich komm zu dir. Wo bist du? Was ist denn das da hinten? Eine Überraschung für dich. Oh nein. Tut das weh? Oh nein. Sag doch, oh ja. Tut das weh? Das freut mich. Ja, das freut mich. Ich habe einen Schlüssel für das Gerät tatsächlich. Moment mal. Der lag oben drauf. Der Schlüssel kommt hier rein. Willst du da von Big dir aus Daddy. Reinspringen oder soll ich dich reinwerfen? Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein! Ich will da nicht rein! Nein! Hör mir zu, hör mir zu. Du gehst da rein. Du gehst da rein. Ach, okay, okay. Das kann ich auch, was du kannst. Ich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Das kannst du. Was? Rein da! Ich werde. Alles muss Papa machen, ne? Da rein soll ich? Aber du schiebst mich drauf. Du schiebst mich da jetzt aber nicht rein, oder? Nein. Komm mal so ein bisschen näher ran. Hey Papa! Was machst du da? Ich bin nicht dein Papa! Ich kann dann. Ich wurde in den Keller gelegt. Um ehrlich zu sein. Mein Vater hat mich heute schon das zweite Mal umgebracht. Ich sag's nur. Wo bist du, mein Baby? Wo ich bin? Ich Was zur Hölle machst du da unten? Hey, steig ein, Baby. Was? Gibt's da noch? Okay, warte kurz. Warte. Das muss ich sehen. Kannst du ein... Alter, das okay, da wir uns kein echtes Auto leisten können, muss ich hier mitfahren. Fahren wir jetzt ein. Ey. Hey. Ich glaube, diese Welt ist ein Gefängnis. So unartige Hey, wieso hupt der? Assi. Können alle kein Auto. Papa, wo hast du deinen Führerschein? Der auf dem Flohmarkt oder was? Ich habe gar keinen Führerschein. Für dieses Ding brauchst du keinen Führerschein. Du bist doof, ich bin schlau. Harter Arbeitstag und... Schatz? Oh, hallo, Schatz. Da ist Dada!
Schatz? Was trinkst du da? Ich bin mit dem Baby alleine? Oh nein! Trinken. Oh, das muss jetzt erstmal weg. So, Baby! Dann komm mal mit zu Papa! Ich hab Angst vor dir, Papa. Was hast du dir da auf den Kopf aufgesetzt, hä? Ich weiß es nicht. Das lag mal einfach auf meinem Kopf. Papa. Komm mal zu mir. Na, komm mal mit. Aua! Das reicht mir jetzt. Ich hab Taekwondo gelernt, wenn du nicht da warst. Du willst es also auf die Tour, Baby? Kein Problem. Nein, ich will... Nein, Alter, Baby. Was ist das für ein Raum? Nein, Baby. Nein, 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 nein. Du kommst Wohin jetzt bringst mal du mich? Ich zeig dir jetzt mal, wie man mit Babys umgeht. Ich werde jetzt einen coolen Platz zeigen. Wir gehen ein bisschen planschen, mein Kleiner. Du hast keinen Plan, wie man mit Babys umgeht. Deswegen betrügt Mama dich. Du gehst jetzt hier rein, Baby. Hast du mich verstanden? Da Bitte gehst du jetzt rein. Du gehst da jetzt rein. Du hältst die Klappe. Rein da, Baby, los. Mama, hörst du mich? Meine Mama hört dich nicht. Rein in die Toilette, habe ich gesagt. Aufstehen, Baby, genau. Komm ich hier. Papa, wenn ich hier reingehe, hör mir zu. Liebst du mich dann? Dann habe ich dich sogar ganz doll. Echt jetzt? Baby, ich glaube, du musst das Wasser im Keller anmachen. Oh Gott, was ist hier passiert? Das Haus steht unter Wasser. Hä? Bei mir nicht. Du fliegst einfach. Du ertrinkst. Papa, bleib mal hier. Papa, bleib bitte. Hier. Hilfe. Was hast du? Was hast du gerade gemacht? Das ist nicht meine Schuld. Das ganze Haus wurde geflutet, Mann. Nachdem ich das ganze Haus hier wieder entwässert habe, ist doch wieder alles entspannt. Warum sehe ich eigentlich so hässlich aus? Das ist nichts entspannt. Du wolltest mich ertränken. Ertränken? Du hast das Klo verstopft. Ich sag dir, wie es ist. So. Du hast mich da reingestopft! Und jetzt gibt's erstmal eine saftige kleine Strafe. Nein, du hast gesagt, du liebst mich danach. Du hast gesagt, du liebst mich danach. Siehst du, wie aufgeregt ich bin? Ich bin so sauer! Dass du nicht triffst! Ich vermisse Mama! Ich vermisse Mama! Du vermisst Was deine Mama? Was kriegst du eigentlich für Lederhosen? Hallo! Du vermisst deine Mutti? Ich vermiss meine... Deine Mutti kommt nicht, deine Mama kommt nicht nach Hause. Meine Mama kommt doch nach Hause und verprügelt dich. Komm mal mit. Nee. Alles cool, geh nach draußen und zeig den Leuten, was du mit mir tust. Ja, soll ich das machen? Nein. Soll ich das machen? Ja, und du sollst diesen Sepper da in Ruhe... Okay, weißt du was? Ich hol mir den Raketenwerfer. Komm. Du machst da gar nichts. Wo ist der Sepper? Schnell! Baby! Gib mir den Raketenwerfer! Baby, warte! Ich weiß, wo der ist! Baby, das Alter. War doch nicht so gemeint! Daddy? Oder soll ich besser sagen, Ex-Daddy? Ich hab was für dich! Ich sehe, wie du vor der Tür wartest. Warte mal, vielleicht komme ich einfach von hinten, wer weiß. Ich höre ihn doch schon. Hey! Was machst du da? Gib mir den Raketenwerfer! Komm da raus, du verdammtes Kind! Komm zu Papa! Was machst du da? Wieso geht denn das nicht? Da muss was rein. Da muss was rein, kleiner Junge. Oh, du hast vielleicht sogar recht. Ja. Komm schon. Hier genau. Wir waren hier noch gar nicht. Hier gibt's auf jeden Fall ein Auto. Also als erstes. Gibt's jetzt erstmal eine Strafe für dich. So. Raketenwerfer weg. 3, 2, 1. Vorbei! Du sollst den weglegen! Du sollst den weglegen, hab ich gesagt. Ich wollte das alles nicht. Das kannst du da nicht tun. Was ich tun kann und was nicht, entscheide immer noch ich, Baby. Okay, jetzt übertreibst du! Jetzt übertreibst du! Hey. Hallo, Baby, bist du mit Benzin vollgetränkt? Trinken tut gut. Das sieht aus wie Kacke! Das sieht Baby. Echt so. Baby. Komm mal hierher. Komm mal da rein. Baby, du gehst da jetzt rein und du kriegst den Taser. Okay. Rein mit dir. Du sollst da rein. Was willst du mit der Kerze, Papa? Ich zeig dir jetzt mal, wie das Baby ganz schnell wird. Oh Gott! Alter! Okay. Warum bist du so rot? Oh, ich muss Wasser holen. Du verbrannt hast vielleicht? Warte. Muss man das hier nehmen? Vielleicht geht das so. Ich will... Willst du das Feuer verbreiten oder was? Also, weißt du was?
Ich nehme jetzt was habe ich denn hier hinten? Du hast jetzt nicht. Hast du das jetzt? Hier ist rote. Du hast meine ganze Bank kaputt. Was ist das, Farbe? Nicht an mein Auto. Ich bin so nicht handwerklich begabt. Nicht an mein Auto, Baby. Nicht an mein Auto, bitte. Baby. Wirklich? Soll ich nicht an dein Auto? Vielleicht behandelst du mich dann. Oh mein Gott, Papa? Ja. Ich weiß, du hast einen Baseballschläger, aber ich habe eine Nagelpistole. Aua! Oh Gott! Ich muss das Ding hier aufmachen! Nein! Mach die Garage auf, Hilfe! Oh, bist du ab, Daddy? Oh Gott! Ich muss hier weg! Ich hab Nägel in meinem Hintern! Das ist doch gut! Damit lernst du, wie man sich richtig anstellt! Oh Gott, ich hab keine Munition mehr. Mist. Hilfe! Ich muss mir jetzt was besorgen. Und das wird für dich nicht schön. Das verspreche ich dir. Oh. Papa, ich hab grad eine Lösung gefunden für all unsere Probleme. Was hast du da? Ich auch. Warte mal. Deine eine Hand ist in der Küche noch? Ich hab keine Lust, von dir fertig gemacht zu werden. Oh Gott, Baby! Ich bin tot. Du bist schwarz. Oh nein. Das ist dir erst heute aufgefallen, der Postbote auch. Rein da mit dir. Geh einfach da rein. Ich muss dir jetzt irgendwie... Bist du... Also, das ist meine Leiche, ne? Ich bin oben schon neu gespawnt. Na gut, dann werden wir das aber trotzdem noch einmal durchführen. Ne? Du musst jetzt auf jeden Fall in die Wäsche. Willst du das selber machen, oder? Ich nehme dich mal mit. Bin ich so ein dreckiges Baby? Okay. Ja, okay. Ja, du bist ganz dreckig gewesen. Wäscht man so Babys, oder? Ja, na klar. Das ist die Spülmaschine! Das ist die... Nee. Die Wäsche ist im anderen Raum! Nein. Also wirklich kein. Nicht. Doch! Nee, also wirklich doch. Nicht jetzt. Ab mit dir in die Spülmaschine! Die Spülmaschine, hab ich gesagt! Okay. Da steht sogar dich, Daddy, drauf. Ja. Rein da mit dir. Na los. Aber warte. Daddy, hast du auch die Spülmaschinen-Tabs, die ich so mag? Warte mal. Ich kann dir Seife geben, mein Bester. Das nehme ich auch. Ich mag den Seifengeruch. Du hast hier drin sogar noch ein paar Tabletten. Warte, die solltest du vielleicht wirklich erstmal nehmen. Oh, warte. Du kannst deinem Kind doch nicht einfach irgendwelche Pillen... Alter, du bist echt ein schlechter Vater. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Stark. Okay. Wasser läuft voll. Was passiert da drin? Hallo? Eigentlich geht's mir gut. Dir ging's gar nicht gut, du verdammter Lügner! Du musst jetzt in die Trocknung. Du musst jetzt in die Trocknung. Na komm. Ich bin stuck. Stepdad, I'm stuck. Das hast du jetzt nicht gesagt, ne? Das hast du jetzt nicht gesagt. Hey, oh Gott, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel getrunken heute Morgen. Oh. Komm mal mit hier rein jetzt, in den Ofen. Das sollte man eigentlich nicht tun, wenn man auf ein Baby aufpasst. In die Mikrowelle. Oh, ich kann sogar in die Mikrowelle platzen. Ja, das könntest du. Du willst mich überall reintun. Oder ich könnte... Das ist heiß. Heiß. Hallo, Baby. Hallo. Na, mein Kleiner, wie geht's dir jetzt? Ist das gut? Bitte, Daddy. Ich könnte das ja machen. Ich könnte das machen. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich wieder das Kind vom Postboten. Bist du tot? Hallo? Oh Gott. Egal, dritter Versuch. Dritter Versuch. Okay, das ist der letzte jetzt. Gut, dass wir Drillinge sind. Waren. Also, Baby, ich möchte, dass du heute mit der Katze reitest. Kommst du mit nach oben? Mit der Katze? Ja, wir haben auf dem Dachboden noch Kitty. Tatsächlich wollte ich aber noch in die Mikrowelle reingehen. Das sah spaßig aus. Okay, wir machen das so. Du reitest mit dem. So. Yo! Alles klar, wo geht's denn hier hin? Kollege, du sollst nur nach oben gehen. Wo bist okay. du? Ich bin wieder da. Hey? Alles gut. Ich bin wieder hier. Okay. Oh, das ist gut. Ich komme. Du musst mir nur... Danke fürs Öffnen. Und jetzt stellst du dich hin. Hinstellen, warte. Stell dich hin. Ja, ich stehe. Stell dich hin. Auf. Okay. Boom. Und hoch mit dir. Oh, das war schnell. Hast du mich hier hochgetreten? Was hast du?
Was machst du da? Ich komm runter mit der Katze. Ja, perfekt. Na los, komm mit der Katze mit. Wir gehen. Schnell. Ab mit dir in die Mikrowelle. Na los. Mit der Katze? Mit der Katze. Du bist krank, Danny. Mein Zwillingsbruder brennt da immer noch im Ofen. Oh, nee, also es ist der nicht, ne? Das, jetzt mal im Ernst, du hast nicht mal meine Leiche da rausgeholt, das finde ich krank sadistisch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, meine Abonnenten meinten, die haben Hunger, ich muss ja irgendwas tun jetzt. Aber der ist doch schon durch. Warte mal ganz kurz, guck mal. So, ich mach mal die Kindersicherung aus, ne? Und ich mach jetzt mal den Ofen hier auf, so. Oh Gott. Gut, der dass du das hinbekommst. Du siehst gar nicht überfordert aus. So, pass mal auf, Kollege. Wo bist du? Ich bin hier über dem Küchentisch. Ich schwinge an der Lampe. Rein mit dir in die Mikrowelle, da los. Weißt du was? Nein, ich bleib jetzt hier oben. Ey. Okay. Was hast du da? Was, also? Ich weiß nicht, was hier passiert. Hier glitscht irgendwie gerade alles rum. Ey, du hast ein Holzstück im Mund, Alter. Das sieht... Okay, jetzt ist entspannter. Ja, ist weg. Gut. Gut. So. Kannst du den Ofen ausmachen, wenn ich versuche, hier hochzugehen? Moment. Ja. Moment. Der Ofen brennt. Oh Gott. Warte mal, ich hab hier Wasser. So. Nein, alles gut. Alles gut, du hast einen Kämpfer erzogen. Ich weiß, wie ich mich heile. Und zwar, wie geht's dir, mein Bruder? Du bist Nahrung. Du bist... Oh. Der hat gerade seinen Bruder gegessen. Welcher Bruder? Von wem redest du, hä? Ich bin Einzelkind immer schon gewesen. Alles gut jetzt, Papa? Hörst du jetzt auf mich? Was? Du hast gerade dein... In die Mikrowelle mit dir. Irgendwie komm ich hier nicht rein. In die Mikro... Oh Gott. Kannst du mal die Herdplatte ausmachen? Ich weiß ja nicht... Jetzt ist die Herdplatte aus, so. Alles gut. So. Moment, okay, der Ofen. Okay. Oh, das brennt da drin noch. Das ist das Problem, ne? Oh, Baby. Deswegen. Ja, also ich kann den auch nicht ausmachen. Ich kann den Ofen auch nicht ausmachen. Ich bin tot. Verdammt. Wow. Ich habe irgendwas gegessen und brenne. Oh, was habe ich? Ich bin wieder da. Ich habe mich gerade, glaube ich, selber defibrilliert oder so. Oh, okay, das ist gut. Das heißt, du bist ein selbstständiger Mann. Was? Selbstständig. Passiert hier. Ich brenn immer noch! Ich brenn immer noch! So. Das ist gut! Was zum... Also... Gott sei Dank. Da an der Wand ist ein Feuerlöscher, siehst du den nicht? Da! Oh Gott, ich brauch den Feuerlöscher! Moment! Ich grad ist krass, du hast dich selbst gelöscht, das funktioniert sogar. Ich bin richtig beeindruckt von dir. Papa, kannst du das hier mal ganz kurz halten? Ich glaube, das Haus brennt, oder? Das Haus brennt doch nicht, oder? Nö, ich sehe kein Feuer, aber ich rauche. Okay, mein Baby. Na komm. Wir haben gesagt, wenn du mit der Katze geritten bist, und das hast du ja getan, geht's in die Mikrowelle. Und jetzt gehen wir mal in die Mikrowelle hin. Ja. Wirklich, Daddy? Also ist das warm wie Sauna? Naja. Also ich stelle das auf jeden Fall gleich richtig schön warm ein, ne? Würde ich mal sagen, auf 30 oder? Grad? Ich mag 30 Grad. 30 Grad? Ja, 30 Grad machen wir. Das kriegen wir hin. Aber bitte ohne Strahlung. Natürlich, klaro. Na, okay, perfekt. Ah, Na komm, Baby. Wir gehen in die Waschmaschine. Na los. Und wirklich, ein bisschen da tut Mama aber nur Kleidung rein. Ja, machen wir ja auch, ne? Machen wir auch Kleidung. Sehe ich auch die Kleidung für dich? Ja, natürlich. Und jetzt geh in die Waschmaschine auf zu reden. Okay. Okay, ja. So, Baby. Ja? Guck mich mal an. Also, mein Kleiner, noch tanzt du. Dann wollen wir mal. Bist du bereit? Es geht jetzt los. Karussell fahren. Papa? Du bist zu schwer für die Trommel. Oh Gott. Es tut mir leid. Ich wusste das nicht. Hör doch auf. Sei ein guter Vater. Geh bitte auf das Bügelbrett. Geh auf das Bügelbrett, Baby. Okay. Ich komme.
Fenster! Alter, du hast das Fenster geöffnet? So ist gut. Ich mach dich ja. Ja. Ganz kurz, so ein bisschen hier und da. Bist jetzt wieder trocken. Ich hab doch keine Falten, ich bin ein Baby! Oh Gott! Warte! Ich nehm dich mit! Aua! Wolltest du ihn mitnehmen? Ja, ich wollte dir nur einen Gefallen tun. Komm mit nach draußen. Mich zum Arzt bringen? Ja, ich bin nicht zum Arzt. Bring mich zum Arzt. Danke. Bring mich zum Arzt! Komm! In Taxi! Na los! Brauchst du dich zuzuwinken? Na komm, ich bring dich zum Arzt. Ey, ich möchte zum Arzt, ja. Ich wollte schon immer mal zum Arzt gehen. Ey! Na komm, Baby. Werde ich getauft? Warte, ich taufe dich jetzt. Das muss ich jetzt noch machen. Vater unser, geheiligt werde das Baby. Dein Pull komme, dein Schritt geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Du blödes Baby. Was? Das kannst du nicht sagen. Nicht bei der Taufe. Daddy, krass, ich kann besser schwimmen als du. Aber seit wann können Babys... Er ist ein Kind Gottes. Er ist ein Kind Gottes. Hab's geschafft. Ich kann sogar im Wasser laufen. Alter, ich kann wirklich auf dem Wasser laufen. Jetzt wirst du aber leider nicht mehr so lange laufen, denn ich habe den Big Daddy Wood Shredder angeschaltet. Und Baby, in diesen musst du jetzt rein, damit du die Erlösung spürst. Ist ja klar. Also spür ich dann klar. Wirklich die Erlösung? Ein bisschen, ja. Ein bisschen reicht mir. Ich nehm dich. Ja, fast. Ich hab dich fast. Komm her. Komm. Spring hier hoch. Ich komme. Ja, fast! Das hört sich so falsch an! Oh Gott. Okay, ich sag das nie wieder! Nie wieder! Okay, spring. Oh, los! Ich kann nicht springen. Oh, ich hab das Zeitlimit nicht eingestellt. Okay, warte mal, ich versuch's hier rüber. Ja, perfekt. Okay. Komm mit! Du gehst jetzt alles hier einmal cool rein, du kletterst, du kannst laufen und gehst da jetzt rein. Da wartet und die Erlösung. Die Erlösung! Ja, ganz genau! Und jetzt duckst du dich hinlegen! Oh! Ja, also ich glaube, wir machen hier mal einen Schnitt. Oh, hallo mein Kleiner. Na, du? Oh, Leute, ist das süß, Digga. Was hat der eigentlich für Augen? Junge. Das Baby ist aber auch schon wieder lost, oder? Komm mal her. Ja, Leute, man kann das Baby anscheinend hochnehmen. Boah, Junge, mach mal nicht diesen. So, ich kann das nicht auf den Bilderrahmen setzen, oder? Leute, ob mir das... Alter, ich glaube, der nimmt mir das übel. Ja, Leute, ich übersetze auf jeden Fall ein bisschen für euch. Oben links steht, was wir machen müssen. Das sind die Aufgaben, die sind auf Englisch. Ich übersetze ins Deutsche. Wir sollen auf jeden Fall die Flasche aus dem Kühlschrank holen. Wow, Alter. Digga, hast du einen Schlaganfall oder was? Hier haben wir die Flasche. Wir drücken das Baby mal die Flasche rein. Oh, ja, das fand er gut, ne? Ja, das finde ich gut, ne? Wir sollen das Baby jetzt zum Wickeltisch bringen. Das ist hier im Badezimmer. Okay, also im Spiegel kann man das Baby so ein bisschen sehen. Leute, ja. Willst du mal auf dem Wickeltisch landen? Bäh. Leute, Mann, das ist so bescheuert, ey. Okay, pass mal auf. Yo, Bro, was geht ab, Mann? Alles klar. Ja, Leute, dann checken wir mal die Windel. Digga? Mensch, Kleiner, wie bist du denn hier hingekommen? Digga, war doch nur Spaß eben. Oh, riecht ihr das, Leute? Alter, ich glaube, der Kleine hat sich in die Hose gekackt, Mann. Oh, Junge, was hast du gegessen, Mann? Oh, Leute. Sag mal, da war aber zu viel Zwiebel im Döner drin, ne? Oh. Na gut. So, Leute. Wir sollen das Baby jetzt ins Bett bringen, das Licht ausmachen und die Tür schließen. Das klingt für mich nach einer leichten Aufgabe. Sag mal, was ist denn das hier? Die Tür können wir auch öffnen. Leute, da ist ein Talisman. Was ist das denn für ein Bums? Ja, hier. Okay. Ja gut, dann halt nicht ins Bett von Mutti. Ich weiß, da scheißt sie sowieso eh wieder rein. Wir schmeißen das Baby mal hier ins Bett. Okay, liegst du bequem? Ach komm, ich setz dich nochmal um, mein Kleiner. Ich setz dich nochmal um. Leute, Mann, wie dumm ist das denn?
Ja gut, du liegst doch vernünftig. Alles klar, wir machen das Licht aus und tschüss. So, mein Gott. Was sind das ja eigentlich für ein Teppich, Mann? Wer stellt sich denn so einen Teppich ins Wohnzimmer? Ja gut, wir sollen jetzt aufs Sofa gehen. Erstmal chillen, Leute. Ja, als Maul, Alter. Schreit die Pissplörie wieder rum. Digga, die Tür ist offen. Ich hab die zugemacht. Das Licht ist an. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hä? Boah, Leute, ich krieg schon wieder diese ganz andere Gänsehaut, Mann. Was machst du denn da unten auf dem Teppich? Mando! Ja, kitzeln. So, halt mal die Schnauze jetzt hier. Was ist denn das hier, Mann? Ja, ich bring dich wieder nach oben, Alter. Sieh zu, dass du ins Bett kommst. Balk, ey. So. Und hops. Junge, der ist umgefallen wie ein nasser Sack. Guck dir mal an, wie der lurkt. Digga. Alter, mach bloß Licht aus und die Tür zu. Boah. Digga, kannst du mal die Tür zumachen? Willst du mich eigentlich trollen oder was? Hey! Hör mal zu jetzt hier, Kleiner! Das ist mir scheißegal, wer du bist. Die Tür bleibt zu! Junge! Hast du mich... Digga? Hab ich eigentlich das Game verbuggt? Leute, guckt euch mal das hier an, Mann. Hello. Jo, was geht ab? Ja, da liegt er doch gut. Leute, entspannte Basis, oder? Ganz... lass die Tür einfach offen, Alter. Ist mir egal, was passiert. So, wir setzen uns hin, gucken erstmal Fernseher. Der Kleine hängt da an der Türzarge. Perfekt. 6,5 Stunden später. Oh, Leute, Kapitel 2. Aha. Ich bin also wieder hier. Mal wieder. So, wir holen uns jetzt erstmal die Buddel aus dem Kühlschrank. Junge, habt ihr das gesehen? Junge! Komm mit jetzt. Junge, sieh zu, dass du ins Bett kommst, ey. Du Hässlette. Weiß auch nicht, was das für ein Baby ist, Mann. Guck dir den Pumps doch mal an, da! Rein da jetzt! Ist der eigentlich gerade durch die Wand gefallen? Tatsächlich, Leute! Wisst ihr, was jetzt geil wäre? Wenn ich den wieder durch die Wand schmeißen könnte. Na gut. Ja, also, man merkt, das Spiel ist realistisch. Realität wird hier groß geschrieben. So, du kleiner Hosenscheißer. Schlafenszeit. Wir gehen wieder runter, Leute. Oh nein, wir mussten das gar nicht machen. Oh, ich bin so dumm, ey. Ich habe einen Job, ne? Ich muss nur lesen, was für Aufgaben ich habe und nicht mal das kriege ich hin, Leute. Ja, da sind meine Qualitäten als Superstar-YouTuber wieder golden. So, Keule. Ich hole jetzt die Windel und du bleibst hier einfach erstmal auf entspannter Basis. Digga, ist die... Digga, fliegt die Windel eigentlich gerade weg? Ey! Leute, die Windel! Hä? Okay. Ah ja, die Windel... Junge, Mann, was ist denn das für ein Baby? Digga, seh mal zu, dass du die Windel da wieder vernünftig machst. So. Ja, ja, ich bring dich ins Bett, ne? Junge, was machst du da immer vorm Bild? Der Lichtschalter, ich kann ihn nicht mehr aktivieren. Ey, hör mal zu, du Rotzlöffel! Hör mal auf, mich hier zu erschrecken, Alter! Es geht nach oben! Hol dich gleich einen Exorzisten hier ran, ey! Und dann war's das für dich. Turn the light out. Junge, da ist gar kein Licht an. Da ist doch gar kein Licht an. Ja, man sieht, das Spiel ist vollkommen ausgereift. Ist auf jeden Fall AAA-Titel, Leute. Bestes Leben. Wir chillen erstmal wieder. K.
Kapitel 3. Watch TV on the sofa. Also ich komme hierher und kann direkt Fernsehen. Jetzt schreit der Kleine wieder. Ja, komm, wir gehen mal hoch da. So, Junge, was ist los? Ja. Alter, wer ist er denn? Digga, entspann dich. Naja, alles entspannt. Ich kitzel ihn kurz und mach wieder zu. Perhaps a cheesy toasty, hä? Huh? Vielleicht ein Ki... Hä? Junge, wo kommt denn das wieder her? Sag mal, hast du da oben mit Kreide gespielt oder was? Feed the baby, you monster. Ist es eigentlich... Okay. Oh, Digga. Mann, mach doch mal das Licht hier an. Alter, er hängt ja schon. Guck dir den mal an. Junge! Was haben sie denn mit dir gemacht? Digga, der sieht aber auch schon so ein bisschen aus wie Obrox. Was meint ihr, Leute? Der hat doch Ähnlichkeit mit Obrox, oder? Also, ich finde schon. Take Baby to the Changing Table. Ja, Leute, wir müssen wieder zum Wickeltisch. Schmeiß rauf da, den Louis. So, rauf da jetzt. Junge, ich sag rauf da. Eine Ewigkeit später. So. Also, brauchen wir eine Windel, Leute. Digga, was ist er denn? Junge, was machst du da? Hör auf, deinen Kopf um 360 Grad zu drehen! Leute, also ganz im Ernst, mal einen ganz kurzen Tipp. Habt ihr so ein Baby zu Hause? Lauft einfach weg. Holt den Kammerjäger. Lasst das Ding wegmachen. Aber hier, jo, ey. Okay, wir sollen den Talisman holen. Wir gehen mal nach oben und ziehen uns mal kurz das Ding. Das war hier irgendwie in der Tür drin, ne? Ja, genau. So, Alter. Ihr müsst jetzt erstmal, also, ich will eine Gehaltserhöhung. Ganz im Ernst. So, Junge. Hier. Guck mal, wie er aussieht, Alter. Ja, wenn man sich in die Windel vollgeschissen hat und seinen Kopf um 360 Grad dreht, ist doch klar, dass man traurig ist. Mann, du. Bleib da jetzt mal liegen. So, die Windel rein. Ab geht's ins Bett jetzt. Es reicht mir mit dir hier langsam echt. So, Leute. Entspannte Basis nach oben. Digga, was ist jetzt schon wieder dein Problem? Die Tür ist offen. Junge, ist der gerade geflogen? Was geht denn jetzt ab, Mann? Digga. Alter, was ist das denn hier? Ja, moin! Das war's. Das war das Spiel. Mann, was eine krasse Baby-Simulation. Hallo, ja. Wir brauchen jetzt erstmal kurz einen Babynamen. Wir hatten Perry, Terry, Jerry, Larry, Harry, ja, und ich glaube, wir nennen den jetzt Mary, ne? Mary ist, ach so, Mary, ja, Mary ist schon gut so. Mary, mein Bester, du hast aber einen ganz großen Kopf heute. Was ist denn los bei dir? Na, du? Ich hab einen Weihnachtspullover an, aber den Tannenbaum mit dir! Reicht mir! Hör auf zu heulen, du Lappen! Du verarschst mich den ganzen Tag schon! Weg mit dir! Kapitel 2 ist natürlich nicht hier in der Butze. Nicht, dass ihr jetzt was Falsches denkt. Wir sollen dem weißen Hasen folgen. Wer vielleicht schon gesehen hat in den letzten Videos, hier oben, falls ihr die noch nicht gesehen habt und ihr jetzt gerade dieses Video guckt, Leute, klickt bitte auf die Playlist oben und schaut euch wenigstens ein, zwei Videos davon an, dass ihr komplett im Film seid, weil das ist sehr wichtig dafür, was jetzt hier passiert, okay? Wir gehen jetzt hier raus und wir konnten bei diesem letzten kleinen Update den Fahrstuhl rufen, ja? Jetzt wird's aber richtig wild. Weil wenn wir in diesen Fahrstuhl jetzt reingehen, der anscheinend offen ist,
kommen wir in Kapitel 2. Warte ganz kurz. Weißt du was? Ja, ich bin ja irgendwo auch noch Babysitter, Freunde. Ach Mensch, Mary, ey. Hör auf, so dämlich zu gucken, Alter. Ganz ehrlich. Du bist hässlich, Junge. So, rein mit dir in den Fahrstuhl. Wir fahren jetzt zusammen. Halt's Maul, hab ich gesagt. Oh, nee, jetzt scheint die Pissblöre wieder. Also, mit dem Fahrstuhl und Mary ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr da. Fahren wir direkt mal runter. Jetzt hier ganz entspannt auf die Road, würde ich sagen. Verdammt nochmal der Fahrstuhl! Bruder, halt an den Lachs! Hallo, Notfall, Notfall, bitte! Also, ich glaube, der Fahrstuhl ist im Arsch. Hallo? Wir hatten hier einen kleinen technischen Defekt. Hallo? Keiner da. Ja, also der Fahrstuhl ist auf jeden Fall richtig RIP. Wir haben hier ein Apartment, Leute. Da steht ein Name anscheinend drauf. Ah, A. Pigman. Also irgendwas mit A und dann Pigman. Dachten wir so jetzt erstmal nichts. Wir haben jetzt hier eine Tür, wo wir einfach reingehen können. Hey, sag mal. Du kleiner Rotzlöffel. Hast du hier gerade abgeschlossen oder was? Hey, Kollege, gib mir den Schlüssel jetzt. Bäh. Gib mir den Schlüssel! Sag mal, der Fahrer spricht noch Schlüssel jetzt! Verdammt nochmal, gib mir den verdammten Schlüssel! Mann, Mary, was guckst du schon wieder Fernsehen? Oh, nö, ey! Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik. Zum... Piss dich bloß! Ladies and Gentlemen... Was geht? Der Vater des Jahres läuft seinem dummen Dulli-Kind hinterher und hört dabei richtig smoothen Jazz. Weißt, wie ich mein? Macht es euch heute bequem, denn die Folge, die wird noch richtig lustig. Habt ihr verstanden? Hashtag Jazz in die Kommentare, wenn ihr das gerade richtig fühlt. Hallo, macht doch jetzt mal hier den Jazz aus, oder was? Wir tauschen mal die Platten aus, Leute. Wir lassen die Platte aus. Musik zum Abspielen erforderlich. Okay. Ich schätze mal, die Klaviermusik... Ach so! Wir sollen das da so rauflegen? Ja, easy, Alter. Hier ist das zweite Teil. Was ist das denn hier? Da ist irgendwas Gekritzeltes drauf. Jetzt muss ich aber mal genau gucken. Ich kann da gar nichts erkennen. Irgendwo ist so ein Typ. Jetzt hör mal auf! Also, Mary, ich glaube, du passt da nicht ganz hin. Weißt, wie ich mein? Piss dich jetzt! Kleiner Scheißer. Rauf damit. Und irgendwie müssen wir jetzt noch so ein drittes Teil finden. Ich schwör's euch, ich schmeiß den so in den Fernseher rein, ne? Da vorne ist noch so ein Stück Papier. Okay, dann machen wir doch mal. Spielen wir doch mal ein Lied für unseren Kleinen, ne? Hey, Mary. Soll ich dir Klavier spielen? Soll ich dir mal ein Musikstück spielen? Ja, komm. Ja, na komm. Wenn ich den kleinen Pisser heute noch erwische, ne? Der ist tot. Ich sag euch, wie es ist. Moment. Hä? Sag mal, was geht denn da jetzt ab? Der Typ, ne? Du musst doch ein Super Saiyajin sein. Ich sag ganz ehrlich, hier ist jetzt ein geheimer Schalter irgendwie am Start. Dann aktivieren wir den mal. Bre, was ist das hier? Mary, was ist das für ein Geheimgang? Ich sag ganz... Och nö, ich geh rein. Ach komm, ey. Also Diggi, da ist ein richtig langer Gang. Mitten im Apartment. Oh, okay, ich gehe da einfach durch. Ja, da passiert schon nichts. Ganz entspannt, da passiert schon nichts. Die Musik überhaupt nicht gruselig. Oh Gott, was ist denn hier drin, Mann? Irgendwas zittert hier extrem. Rekord, also Schallplatte, Schlaflied des Königs nehmen. Ich, hab jetzt die Schallplatte hier. Ich hab da eine kleine Idee, mein Bester. Oh. Ich nehme dir mal lieber den Schlüssel ab, ganz kurz, ne? Junge, du bist so tot. Du bist so tot dafür, dass du hier Scheiße gebaut hast. Du denkst, du kannst mich die ganze Zeit verarschen, ja? Nee, kannst du nicht. Ich schmeiß dich in den Fernseher rein. Für dich einmal schön ins Klo. Ich hab gesagt, du sollst in die scheiß Toilette rein. Klobrille senken. Hä? Was ist denn da passiert? Ja, na Mensch, mein Bester, ich habe hier noch irgendwo so ein Wassermelonenstück. Ich gebe dir das mal. Hier,
Nee, willst nicht? Ja, der pisst dich in den Kühlschrank. So. Der Typ denkt, der kann mich verarschen, ja? Nee, ist nicht. Das kann er mal richtig direkt knicken hier. Und ich wollte ihm am liebsten noch einen Stuhl da reinwerfen, aber geht halt nicht. Guck, das kann ich auch einfach mal abfatzen. Juckt mich nicht. Stört mich überhaupt nicht. Bin jetzt direkt am Durchziehen. So, dann... Ja? Stromausfall. Ich höre das kleine Kind nicht mehr. Oh Gott. Mach ich lieber aus dem Staub, du. Der kleine Scheiße, du. Dann gehen wir mal hier lang. Dieser Flur. Zeichnung hat mir jetzt so erstmal nichts gesagt. Gibt jetzt hier irgendwie noch so einen Gang nach links. Den checken wir auf jeden Fall nochmal aus. Ah ja, da hinten ist irgendwie eine abgeschlossene Tür oder was. Okay, da können wir nicht durch. Zwei Schlösser sind da dran. Jo, braucht direkt mal zwei Schlüssel. Welcher Typ schließt denn die Tür zweimal mit solchen brutalen Schlössern ab? Hier ist anscheinend der Strom, das Stromhaus oder so. Moin. Die Tür ist auch direkt mal zugeschäppert. Okay, wir können hier jetzt irgendwie eine Sicherung nehmen, so wie es aussieht. Bruder, was ist das denn? Hallo? Hör mal auf, hier reinzugucken, du Fettsack. Was ist denn das, Mann? Aufzugstatus, kein Strom. Wenn jetzt hier irgendwie so blaues, pinkes... Uff, der ist sicher... Ah, ja, natürlich, okay. Dann holen wir doch mal die Sicherung und chippen die hier rein. Entspannt. Und wo ist die andere? Was denn hier? Entsperren? Zahlenschloss? Wow. Müssen wir jetzt ja irgendwie einen Hinweis irgendwo finden, ne? Was ist das hier? Ach, da sind die Sicherungen drin. Kann man die anderen hier auch aufmachen? Das ist so ein Königsstück. Okay. Ah ja, okay. Ah, 1-7 sind die letzten beiden Ziffern anscheinend. Okay. Muss entspannen. 4-3-1-7. Okay, perfekt. Ja, das ist doch entspannt. So. Mary, ich muss dir den Aufzug reparieren. Du kannst jetzt nicht die Sicherung nehmen einfach. Also, hallo. Gib mir die Sicherung. Digga, willst du mich verarschen oder was? Du kleiner Lappen! Hör auf damit! Ich pack die Sicherung da jetzt rein. Und du machst gar nichts. Ich schmeiß dich gegen die Wand nächstes Mal, ne? Meine ich ernst. Hast du mir gerade schon wieder die Sicherung geklaut? Mary? Na gut, du kleiner Scheißer. Rein mit dir in den Lüftungsschacht. Hallo? Hallo? Hauptsache, das Kind ist jetzt entsorgt. Entspannt, Freunde. Dann kann ich mich ja jetzt mal aus dem Staub machen. Das war nicht so gemeint, Bro. Oh Mann, ich bin so am Arsch. Ich schwöre dir, ich hab dich fallen lassen eben. Ich hab dich eben fallen lassen. Ich wollte dich da nicht mit Absicht reinstopfen. Ich glaub, der Kleine ist jetzt ein bisschen sauer, ne? Mary, ich sing dir ein kleines Kinderlied. Och nö. Mary, bitte mach nicht den jetzt. Mary! Das macht mir Angst! Also ganz ehrlich, da stand jetzt nicht in meinem Babysitter-Job drinne. Och nö. Ich bin so am Arsch. Warum habe ich das Kind jahrelang verprügelt, Mann? Das ist nicht cool. Ich mach mich lieber jetzt vom Acker. Nice, der Fahrstuhl. Was geht denn da jetzt ab? Mary, hör auf damit! Oh Gott! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh Gott! Ich nehme die Schlüssel mit. Mach auf hier. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kleine Kind kommt. Oh. Was? Sicher? Hä? Warte mal. Schlüssel? Oh, Scheiße! Der Kleine kommt, der Kleine kommt! Wow! Wow! Mach den Fahrstuhl an! Ich kündige! Nun gut. Es hat sich hier einiges an der Beleuchtung getan, muss ich tatsächlich sagen. Krass. Und können wir auch die Tür hier aufmachen? Nice. Wir arbeiten aktuell an einem Projekt, wo wir diese ganzen Hotelzimmertüren mit Karten modden. Das ist natürlich eine eigene Mod, für die ich wieder sehr viel Geld bezahle. Aber das mache ich natürlich sehr, sehr gerne auch für euch. Wir wollen diese ganzen Hotelzimmer hier einfach mit irgendwelchen Räumen füllen und dem
dem ganzen Spiel neues Leben einhauchen. Wenn ihr das feiert, Leute, Hashtag Karte in die Kommentare reinschreiben. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall mal den kleinen, das kleine Pissgör hier mal rausnehmen. Mensch, na? Ich habe schon so viele Namen für dich. Ich nenne dich jetzt einfach Dumbo. Na komm, Dumbo, bleib mal auf dem Tisch. Hier vorne ist irgendwie eine Seele oder so. Digga, die Seele sagt einfach Lauf. Ja, 12 Stück gibt es davon. Oha, das Badezimmer, Alter. Das Badezimmer ist ja richtig lang geworden. Wasserhahn aufdrehen? Als ob! Digga, als ob das geht! Cool. Oh, ich dachte, man kann den Mülleimer aufmachen. Das wäre so witzig, Mann. Ach komm, ey. Leute, ich werde den Entwicklern das direkt mal sagen, dass sie den Mülleimer auf jeden Fall nochmal patchen sollen. Beziehungsweise, dass sie erstmal den... Jawohl! Sie haben sich tatsächlich ein Herz gefasst. Bei sowas fange ich immer an zu weinen vor Freude, Leute. Also fast, ne? Ich finde das so cool. Man kann mich so leicht begeistern. Kochen für Windeln? Was ist denn Kochen für Windeln, Alter? Okay. Was ist das für ein Buch? Das einzige Kochbuch, das du jemals brauchen wirst. Da haben wir noch eine Seele gefunden. Wir können jetzt 12 Seelen irgendwie rausnehmen. Was ist denn das hier? LOL! Als ob, Digga. Ich kann hier einfach was zu essen rausnehmen. Hey, was geht? Leute, ihr wisst genau, was jetzt passiert. Also, Dumbo, du brauchst doch noch Proteine, ne? Let's go. Das ist so cool. Dumbo, komm mal mit. Du brauchst noch ein paar Eier, Dumbo. Let's go. Bleibst du da? Dumbo, let's go. Ist das geil, Mann. Hey, Dumbo, wir machen Eier werfen. Das ist cool, Mann. Ey, das sieht so dämlich aus. Okay, Leute. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Was ist... Dumbo, du hast einen Pilz an der... Dumbo. Könnten ja jetzt mal... Ey, Digga, Mann. Dumbo? Ey, ist das geil, Leute. Bitte mach das nicht zu Hause nach, okay? Nur da... Das ist einfach so gut. Ich werde eine Zwiebelscheibe mal da ran chippen. So, und noch eine Tomate hier. Wir machen einen kleinen Salat mit Käse natürlich, ne? Hallo, kleiner Salat mit Käse jetzt. Ich hab... Digga, das wollen wir so einfach mal machen. Du hast da... Mensch, Dumbo! Dumbo, du hast da Pilz im Gesicht. Oha, krass. Kann ich den da reinstecken? Ey, das ist natürlich belastend, ne? Aber irgendwie so ein Staubsauger? Hm, okay. Also, wir können das Baby leider nicht in diesen Mülleimer reinschmeißen. Das ist sehr, sehr schade. Ich weiß halt nicht, ob der kleine Racker hier oben reinpasst. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich witzig mit diesem Schinken. Ey, Leute, das kann man nur geil finden, oder? Oh, es ist gut. Ich, scheiße, ich kack mich ein, Mann. Oh, na gut. Leute, wir werden die erste Nacht auf jeden Fall heute natürlich ganz entspannt mal zocken. Was ist das denn? Arztgeschenk verriegelt. 9 weitere Seelen befreien. Okay. Also, so wie es aussieht, müssen wir diese Katzenseelen finden. Ich mache mich dann erstmal ganz kurz auf die Suche, bevor wir jetzt hier weitermachen. Wow, hier sind irgendwelche Fußspuren drin. Lol, Digga. Aufzeichnung abspielen. 1 von 5. Ist hier eine Waschmaschine? Das ist keine Waschmaschine jetzt, ne? Dumbo! Dumbo, mein Bester! Du bist doch dreckig oder was, ne? Warte, ich gebe dir mal ganz kurz was zu essen. Dann kannst du ja nochmal Kacki machen. Wo ist denn die Flasche jetzt eigentlich hier nach da? So. Ja, hast du wieder voll gepupst, ne? Ja, mein Kleiner, ist kein Problem. Oh. Entschuldigung, Schnitt! So, einmal auf die Wickelunterlage. Wir holen die neue Windel. Rudi? Ich ziehe jetzt die Windel da auf dem Flur an, okay? Und dann gehen wir hoch. Guck mal, wie der lacht, Leute. Oh, ist das niedlich. Na gut. Also, Dumbo, ab in die Waschmaschine mit dir. Ich würde sagen, warte mal, wir stopfen ihn nochmal rein. Perfekt. Sehr gut.
Sehr gut, mein... Das ist doch nicht... Wow! Wow, mach die Waschmaschine aus! Mach die Waschmaschine aus! Digga, ich glaube, das ist nicht normal, ne? Also da gehen wir am besten nach Hause und ich würde sagen, wir sprechen nie wieder drüber. Deal? Ja gut, Dumbo, dann pass auf. Also ich setz dich mal oben erstmal hier rauf. Ich muss mal diese Aufzeichnung anhören. Schnee, eine Kuriosität im Juli nach so einem schönen Frühling. Es ging los, als ich diesen Job annahm. Aber ich war nicht der Einzige. Geht's da um den Babysitter? Ja gut, Leute, dann nehme ich das Baby doch einfach erstmal mit und bringe es ins Bett. Ich bin mal gespannt, wie wir da oben auf dem Dachboden hinkommen können. Da habe ich auf jeden Fall noch nichts gesehen. Alter! Mensch! Ich sag euch, wie es ist, ne? Aber das Zimmer sieht deluxe aus. Bin ich ehrlich, Königsstück nehmen? Also ich weiß nicht, was man damit machen soll. Aber... Okay. Eventuell... Why you bully me? Der passt da jetzt nicht so ganz durch, ne? Hm, wir können den Globus drehen. Auch voll geil. Hier ist das Baby-Plüschtier. Da oben sind seine ganzen Plüschis und so. Ja gut, kannst du mal... So, perfekt. Kannst du mal da wegkommen? Ich muss mir nochmal das Ding hier durchlesen. Es ist noch nicht Zeit für eine Geschichte. Okay, dann schmeiß ihn mal da rein. Da kannst du jetzt auch pennen. Geschichtenbuch finden und hinsetzen. Der Prinz und seine Katze. Oha! Am anderen Ufer in fernen Ländern, mit dunklen Sternen über dem Kopf. Sieht dieses Baby hässlich aus? Schlief der Prinz tief und fest, da sprang eine Katze auf sein Bett. Ist mir scheißegal, die ist nämlich eh viel zu fett. Ich hab einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannten sie nach draußen, Entdecker in der Nacht. Oh. Sie ging durch das goldene Tor. Schau, die schönen Bäume. Sie ging den hübschen Kieselweg entlang. Schau, die bunten Blumen. Sie ging an dem märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Schau, schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Was ist das denn, Alter? Ist das eine Geschichte über das Baby oder was? Er riss Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich zu. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn hier nie herbringen dürfen. Ui, 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 ui. Wir haben also die Katze hier drin und Alter. Das Baby schläft. Oh, ist das süß. Ey, crazy, Mann. Das Game ist ja übel wild. Ich sag, wie es ist, aber möglicherweise eins der geilsten Updates aller Zeiten. Freunde, Hashtag schlafen, wenn ihr findet, dass das Baby wirklich sehr niedlich schläft. Ich packe ihn da wirklich jetzt auf seine Kuscheltiere rein, so hier die Katze noch, weil ich heute eine Katzengeschichte vorgelesen habe, stelle ich die hier so hin und der kleine Racker schläft. Kann ich hier das Licht ausmachen irgendwie? Nee, einfach die Tür schließen. Gut. Gehe ich jetzt halt mal aufs Sofa und guck Fernsehen, ne? Auf entspannt. Let's go, Dicky, rein. Oh Gott! Hä? Verdammt, Alter, das Baby ist wieder wach. Scheiße, ich muss nach oben. Boah, Kleiner, hör mal auf zu schreien jetzt hier. Gar keinen Bock auf die Scheiße. Ihr habt doch gerade eine Geschichte vorge... Hä? Wo ist denn der? Hello there. Hey, ich hab gesagt, du sollst in dein Bett gehen und nicht weinen. Komm, ich bring dich wieder ins Bett. Okay? Ganz entspannt. Und rein da jetzt! Und wenn du da nicht bleibst, dann knallt's. Dann bring ich Eier mit in dein Bett. Sag ich dir so, wie es ist. So, jetzt gehen wir chillen, Leute. Hast du gerade die Tür aufgemacht? Dumbo, ich schwör's dir. Ich mein's ernst. Ich, lass das Ding auf... Ach, weißt du was? Ob ich's da drauf stapeln kann, Leute? Wir werden es einmal testen. Bitte. Guck mal, wie der jetzt guckt. Ist das nicht okay für dich? Na, dann halt nicht.
Guck mich nicht so an, du Häslette. Muss auch mal mit den Babys, muss man auch mal Tacheles reden, ne? Ich weiß, Leute, ich bin ja der Experte. So, was Babys anbelangt, ist klar. Also, wir setzen uns erstmal wieder aufs Sofa und chillen. Auf ganz entspannt.